Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte irgendwie, ach, ich will was Schweres und Langsames machen. Und es wurde jetzt was Großes auf jeden Fall. Ich denke, groß klingt es schon. Vielleicht nicht schwer und langsam, aber auf jeden Fall groß. Ich heiße Friedrich und bin 28 Jahre alt, bin Musikproduzent aus Stuttgart und bin hauptsächlich im Hip-Hop-Bereich unterwegs. Ich lebe aktuell schon von meiner Musik. Das ist auch manchmal ein bisschen verrückt, gerade hier in Stuttgart. Die konservativen Schwaben, da wird man dann gefragt, ja, was machst du denn eigentlich beruflich? Dann sage ich, ja, Musik. Und dann wird man gefragt, ja, aber mit was verdienst du dann dein Geld? Und dann sage ich, naja, mit Musik. Und dann kommt halt oft die Frage, ja, und davon kannst du leben? Und dann sage ich, yo, fuck, ja, auf jeden Fall. Das ist halt ein legales Lebenskonzept. Ich fange immer unterschiedlich an, manchmal mit irgendwelchen Drums oder manchmal mit irgendwelchen Melodien. Heute waren es zwei Akkorde, wie die hier. Und das sind auch die einzigen Sachen, die da so fundamentmäßig gehen in dem Track. Deswegen war es mir ganz wichtig, dass da so viel Bewegung wie möglich reinkommt. Ich habe dann einen Bass drunter gespielt, der sich so anhört. Zusammen klingt es dann so. Ich habe dann auf diesen Synthesizer, auf dieses Keyboard, habe ich dann einen Kompressor gepackt, den ich per Sidechain von dem Bass steuern lasse. Also sprich, jedes Mal, wenn der Bass spielt, wird das Keyboard leiser gemacht. Dadurch entsteht so ein pumpender Effekt. Ich kann das einmal ganz kurz extrem machen hier. Dadurch bleibt der ganze Sound einfach besser in Bewegung und man hat nicht das Gefühl, dass da nur zwei Akkorde am Laufen sind, sondern dass sich da, naja, hört sich halt einfach mehr nach einem fertigen Ding an. Vor 2 Jahren habe ich einen Beat gebaut, der mir selbst mega gut gefallen hat und den eigentlich für einen Kumpel gemacht. Und der hat irgendwie bis zu dem Zeitpunkt alle Beats, die ich ihm geschickt habe, direkt genommen und war direkt so, yo, rapp ich drauf. Nur den hat er gar nicht gefühlt, den ich eigentlich richtig geil fand. Und ich dachte, ach krass, okay, dann kann ich den ja vielleicht auch jemand anders schicken. Und ich bin Live-Tontechniker bei Weekend. Und dann waren wir auf dem Weg zu irgendeinem Festival und der Weekend hat mir erzählt, ihm fehlt noch ein Song fürs neue Album und ich habe gemeint, ey, hör dir mal meine Beats durch, vielleicht ist was dabei. Und er hat halt genau den Beat, den ich auch richtig geil fand, gepickt. Und der große Moment war dann eigentlich, als auf der Tournee jeden Abend der Song gespielt wurde und die ganzen Fans den halt auswendig konnten und irgendwie krass die Mucke, die ich irgendwie bei mir im WG-Zimmer gemacht habe, hart gefeiert wurde. Da gibt es halt diesen Part, der von der Dynamik her nochmal viel weiter nach unten geht und das nochmal irgendwie kleiner und enger und leiser werden lässt, sodass, wenn am Ende der laute Part, dieser Drop, wieder kommt, sodass das wieder so groß wie möglich wirken kann, gehe ich da einfach so klein wie möglich in dem Part direkt davor. Ich lasse es nochmal laufen. Thank you.
Den Bass habe ich auch nicht bearbeitet. Der Bass ist einfach so da drin, wie ich den eingespielt habe. Und das ist auch nicht immer perfekt. Ich habe den nicht quantisiert oder so. Dadurch klingt es einfach immer schön menschlich. Das Gleiche mache ich eigentlich immer mit den Drums. Klingt an manchen Stellen so, als hätte es ein Vierjähriger eingespielt, aber dadurch hat man auch immer sofort so dieses Kopfnicker-Gefühl am Start. Mir ist einfach richtig wichtig, dass ich mache hier zwar Musik am Computer, aber ich möchte nicht, dass sich die Sachen anhören, wie wenn ein Computer das spielen würde, weil ich es einfach langweilig finde. Da passiert ganz viel so Effektzeug immer noch in meinen Drums, die das Ganze einfach nochmal lebendiger machen sollten. Zum Beispiel habe ich hier so komische Percussion mit drin. Sowas zum Beispiel. Das bringt einfach das Ganze noch mehr in Bewegung und lässt es einfach alles lebendiger wirken. So, in diesem lauten Teil, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen will, wahrscheinlich würde man es Drop nennen. Ich hasse nur das Wort Drop. Ich finde, das Wort Drop ist das schlimmste Wort in der Geschichte der Musik heutzutage. Oh, jetzt kommt der Drop. Geil. Hier habe ich noch so ein... Noch so ein Synthi drin. Wahrscheinlich würde man das Riser nennen. Riser finde ich allerdings das zweitschlimmste Wort in der Geschichte der Musik heutzutage. Deswegen habe ich da keinen Namen für. Zusammen. Dass ich viele Jahre lang Punkrock gehört habe, hört man hauptsächlich dadurch, dass ich manchmal auf richtig roughe Sachen stehe, die mega untight sind, die nicht sauber gespielt sind. Ich mag es gern, wenn so Snares eigentlich ein bisschen zu laut sind dafür, dass wir gerade hier irgendwie einen Popsong machen. Ich mag einfach, wenn so ein bisschen aus Standards ausgebrochen wird. Und ich mag es, wenn irgendwie Sounds sich überschlagen oder Sounds zerren. Ich mag, wenn es rumpelt. Und ich denke, das hat schon viel mit Punkrock zu tun. Als Intro und als Outro habe ich dieses Keyboard genommen und habe das ein bisschen gefiltert und so ein bisschen bearbeitet einfach, so dass der Song sich langsam aufbauen kann. Das sind erst die hohen Frequenzen einfach weg und kommen so langsam wieder mit rein. Gefilterte Drums noch mit dazu. Geil. Ich speichere das hier übrigens mal. We'll be right back.